Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans. Ich begrüße euch zu Teil 2 der 1000 PS-Wochenshow. Die 1000 PS-Wochenshow soll euch einen kurzen Überblick über alles, was diese Woche auf 1000 PS so online war, geben und einen Ausblick auf die kommende Woche. Diese Woche hatten wir noch 3 Videos zur Super Duke Online. Da wäre zunächst einmal ein Onboard-Video von der 192 PS starken Racing Edition auf der heiligen Rennstrecke von Ascari. Das zweite richtet sich ein bisschen an die Technikfreaks unter euch. Gibt es ein Interview mit einem Bosch-Techniker zur Traktionskontrolle und zum ABS-System, das in der Super Duke verbaut ist. Und das dritte ist ein Behind-the-Scenes-Video. Da geben wir euch ein bisschen einen Einblick, was wir für einen harten Testalltag haben und dass wir da im Süden Spaniens oder Italiens wirklich durch die Hölle gehen, um euch diese Inhalte liefern zu können. Im 1000 PS Büro herrscht derzeit rege Betriebsamkeit und ein sehr hoher Stresslevel, denn wir stecken in den Vorbereitungen zur EICMA 2013, zur größten Motorradmesse der Welt, die nächste Woche beginnt. Dort werden die Motorradneuheiten 2014 vorgestellt und da es dieses Jahr keine Intermod in Deutschland gibt, kann man mit einem Neuheitenfeuerwerk in Italien rechnen. Wir werden ab Montag, den 4. November, mit 10 Mann vor Ort sein. 4. und 5. November gibt es dann die Pressevorstellungen. Bis dahin herrscht bei vielen Marken Pressesperre, was die Neuheiten angeht. Wir haben aber schon die Bilder und Infos erhalten, die wir natürlich nicht veröffentlichen dürfen. Bereiten aber schon die Berichte vor, damit wir sie quasi wirklich in der Minute mit Ende der Pressesperre veröffentlichen können. Es sind aber ganz interessante bis sensationelle Motorräder dabei, zum Beispiel präsentiert die eine neue mit Öl ins Fahrwerk, ja, mit Fensterlackierung. Das haben wir schon lange gewartet. Dann endlich folgt auf die ein Nachfolger, die heißt zwar nicht mehr, die heißt jetzt, hat etwas weniger Leistung, ist aber sicher nicht weniger spaßig zu fahren. Und es gibt auch eine 35 kW-Version, auch interessant für alle A2-Führerscheinbesitzer. Triumph lässt gleich vom Stapel darunter Special Editions, zum Beispiel eine Spezialedition von der. Was haben wir noch erhalten? Die ersten Bilder der Z1000. Bis jetzt gab es ja nur so Silhouetten im Dunkel. Wir haben sie schon ganz gesehen und sind einfach nur hin und weg. Wer geglaubt hat, dass die Super Duke das Naked Bike Duell 2014 für sich entscheidet, der muss nochmal die Bilder der Z1000 ansehen und ihre Leistungsdaten. Es wird ein ganz hartes Match und es gibt bei uns schon zwei Lager. Wir haben sich geteilt in KTM und Kawasaki-Befürworter. Werden wir sehen, wie sich das nächstes Jahr entscheidet. Ich hoffe, dass wir beide Motorräder in unseren Dauertest-Fuhrpark aufnehmen können. Dann hat uns eine weitere überraschende Meldung erreicht, nämlich von einer Suzuki-Neuheit, die in Tokio erst Ende November vorgestellt wird. Es handelt sich dabei um die sogenannte Recursion. Das ist ein Mittelklasse-Sportler mit einem reinen Zweizylinder-Turbomotor. Der Motor soll 100 PS leisten, klingt nicht viel, aber er hat auch ein sehr hohes Drehmoment und zwar schon ab einer Drehzahl von angeblich 3500 Touren. Sehr ungewöhnlich für ein Motorrad mit einem Motor, der nur 588 Kubik hat. In den 80ern gab es schon eine Phase, wo diverse Hersteller mit Turbomotoren experimentiert haben, mehr oder weniger, und dann war lange nichts. Wer weiß, vielleicht erleben wir eine zweite Turbo-Ära. In Zukunft werden wir uns auch mehr dem Thema Umbauten widmen. Wir haben ein paar Quellen aufgetan aus Amerika, aber auch aus Europa. Und werden irrsinnig viele Galerien erstellen und Kurzberichte darüber bringen. Derzeit online ist zum Beispiel ein Motorrad mit dem Namen Magnificent Bastard von Icon 1000. Icon dürfte euch bekannt sein, ist eine Bekleidungsmarke. Und die haben eben auch ein paar so Themenmotorräder gebaut. Magnificent Bastard richtet sich oder orientierte sich offensichtlich am Motorrad von Jim Goose aus Mad Max. Es sind aber viel mehr Umbauten online. Ihr könnt in die Bildergalerien reingehen unter News, Bildergalerien und dort wählt ihr bei Händler 1000 PS Internet GmbH und dort könnt ihr von DP Customs, von Icon und anderen Customizern Bildergalerien aufrufen.
Dann zum Motorsport. MotoGP-Lauf in Japan wurde von Jorge Lorenzo gewonnen, der einmal mehr Rookie Marc Marquez auf Platz 2 verweisen könnte. Unglaublich, Lorenzos Comeback sozusagen nach seinem schweren Sturz. Da zeigt sich halt wieder Erfahrung und Klasse. Dadurch hat er natürlich den Rückstand auf Marquez verringern können. Es sind jetzt nur mehr 13 Punkte und es gibt ein Rennen in Valencia, das am 10. November stattfindet. Man wird sehen, ob Marquez die Nerven behält und ob er nach Kenny Roberts der zweite Neuling sein kann, der die Königsklasse im ersten Jahr gewinnen kann. Ja, kommende Woche wird also einiges los sein. Wer am Ball bleiben will, der ruft entweder die bereits erwähnte Seite www.1000bs.at bzw. www.1000bs.de/EICMA-2013 auf. Dort werden alle Berichte, alle Galerien und alle Videos präsentiert. Oder er verfolgt die Neuheiten über unsere Facebook-Fanseite www.facebook.com/1000bs, also unbedingt Fan werden, wer es noch nicht ist. Oder er sieht sich die Videos an auf unserem YouTube-Channel www.youtube.com/1000bs und der sollte auch dort Abonnent werden, denn nächste Woche geht's rund.